So, ich habe mal kurz unterbrochen. Weiter geht's. Puh, das war anstrengend. Wahrscheinlich ist der Rechner auch schon wieder irgendwie heiß gelaufen. Oh, uah. Achso, die Frau hat uah gesagt. Lange nicht gesehen, was treibst du hier? Die kennt eigentlich anscheinend jeder. Hier in dem Fisherman's Horizon Dorf. Wenn ich zu lange weg bin, denken alle, ich wäre tot. So ist das, wenn man alt ist. Die Leute denken, du verwest irgendwo. Hey, Alter, ein schlechter Moment. Wenn man jeden Tag trinken kann, heißt das, dass man gesund ist. Oder da komische Ansichten. Man kann es auch übertreiben. Schön, dass es euch gut geht. Der hat sogar einen Bogen gemacht, um die Lady, um sie nicht umzurennen. Bye bye. Irgendwann ist auch da. Ja, dann gehen wir dem nochmal hinterher, dem alten Gesellen. Mach Platz, Chica. Verstehe, so laufen nun mal die Dinge. Ja, aber lange nicht gesehen, Alter. Es waren also doch nicht so viele. Nimm's nicht so schwer. Verstanden. Was denn? Was so viele? Du hast dem Alten gefallen. Ich wusste ja, dass du ein richtiger Vollmann bist. Vollidiot? Aha. Sehr schmeichelhaft, diese Leute von FH. Der hat schon viel von seinem Bürgermeister gelernt. Ach, die kenne ich natürlich auch. Der Meister, du kommst nur selten hierher. Was ist passiert? Ich möchte euch einen Freund vorstellen. Das hier ist mein alter Freund und Kollege. Er betreibt einen Shop, oder besser gesagt, einen Trümmerhaufen. Ja, der hat gute Sachen in seinen Trümmern, kann uns unsere Waffen verbessern. Diesen da. Das da drüben ist eine Rotznase. Wissen wir schon. Auch berühmt als das Ärgernis von FH. Sag doch nicht sowas! Still als Maul! Er ist gemein und hinterhältig. Der Alte hier ist bekannt als seine Rumtreiber. Okay, die Leute mögen sie alle sehr, wie es aussieht hier. Diesmal haben wir aber gewonnen. Denkst du? Da kam noch irgendwas, aber ich habe eigentlich nichts weggeklickt. So, dann, ja, was machen wir? Mit dem mal sprechen? Nee. Mit dem? Auch nicht. Mann, ey, was rödelt denn der komische Rechner ständig rum? So, Alter, was hast du zu sagen? Ich fühle mich am wohlsten. Den Schritt von eben habe ich doch gewonnen. Irgendwie nicht. Oh mein Gott. Was sagst du nochmal, alter Ladenbesitzer? Der hier war mal ein hochqualifizierter Handwerker. Man nannte ihn Centurio. Klingt wie Kelturio. Centurio? Ein berüchtigter Starkopf, der 100 Handwerker unter sich hatte. Ich war auch einer von denen. Was, ihr wisst nicht einmal das? Was, ihr wisst noch nicht einmal das? Ursprünglich wurde FH nach den Worten des Meisters benannt. Wenn wir unser Ziel in Esther nicht erreichen, müssen wir es errichten und darin sind wir ja Experten. Die Schlagwörter waren Fischer und Horizont. So nannten wir den Ort Fisherman's Horizon. So war das damals. Hey Meister. Du bist ein kluger Mensch, ein guter Mensch. Aber du redest zu viel. Hoho, weil ich ja noch gesund bin. Wie ihr seht, bin ich ein ziemlicher Starrkopf. Warum Fischer und Horizont?
Hat das besondere Gründe? Nun, weil niemand Einwände hatte. Ja, das ist auch ein Grund, ne? Damals dachte ich, dass jeder sagen würde, was redest du für ein Schwachsinn? Sag bloß, du dachtest dir damals nichts dabei. Puh. Nun, der Name klingt doch gut. Ja, mittlerweile hat sich jeder dran gewöhnt, also lass mal den jetzt so. Naja, die Handwerker und der andere Centurio, der Bahnhofsvorsteher, haben zugestimmt. Ja, ich weiß. Hey, ist doch jetzt egal. Hauptsache, es kam was dabei raus. Auch wieder war's, Squall. Ein Glück, dass es geklappt hat. Meinst du? Wir dachten und bauten Waffen. Denken allein ist nicht alles. Ja, stimmt. Du bist Glück für dein Alter. Naja, du bist ja auch mein Geselle. Was? Ich? Geselle? Seit wann denn das? Ach ja, ich habe nur eine Bitte. Erzähl es nicht dem Bahnhofsvorsteher. Ist schon gut. Ja, sehr interessante Geschichte hier von Fisherman's Horizon. Nun, ich muss jetzt gehen. Ich werde abgeholt. Was ist mit euch? Abgeholt? Wie? Wer holt dich denn ab? Gleich ist es soweit. Wird jetzt echt getragen, oder was? Sorry für die Verspätung. Wenn du hierher kommst, benutzt bitte den Lift. Es ist doch zu gefährlich. Du bist ohne den Lift hierher gekommen? Wow, du bist ja noch ziemlich fit. Hat sich über irgendwelche Schrottteile gehangelt, oder was? Diese Typen hier. Hey, wenn du respektiert werden willst, musst du zuerst Respekt zeigen. Oh, Entschuldigung. Sumasen. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Hier, ein Abschiedsgeschenk. Finale, Elixier. Na, endlich. Hat sich das ganze Gelege und die ganze Strapaze mit dem Labern gelohnt. Bis dann. So, das war's mit der Geschichte von FH. Dummerweise werden wir jetzt schon wieder hier weiter nach oben gefahren. Eigentlich habe ich noch unten was zu tun. Und das will ich eigentlich auch gleich machen, aber das kann ich auch mal schnell rausschneiden. Und zwar werde ich nochmal zu dem Schöpfer gehen, der da hinten bei den, wo unser Bosskampf war in der Nähe, der da war. Und mal gucken, wie es dem so geht. Also bis gleich. Okay, Leute, da sind wir beim Haus des Schöpfers, bei den Bahnschienen. Gehen wir mal rein, schauen wir mal nach, was der so treibt. Die alte Geselle. Ein Gebäudeoffizier, sollten die nicht abgezogen sein schon wieder? Los, reparier schon. Für dich ist das doch ein Kinderspiel. Na? Okay, der hat irgendwie keinen Bock, wie es aussieht. Der Glatzenkopf. Gibt's Probleme? Was tust du da? Schnauze! Boah, sieht's! Tja, zwei gegen einen. Ich bitte ihn, den Ironclad zu reparieren, den ihr kurz und klein geschlagen habt. Will er angeben, oder was? Glaub bloß nicht, du kommst zu leicht davon. Ha. Hört sich ziemlich großkotzig an. Der hat doch die Hosen voll, der Typ. Gegen uns zwei kommt er nicht an. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Hey, aufhören. Zieh Leine. Genau, Squad, sprich ein Machtwort. Was? Okay, machen wir es aus. Wir gehen nach draußen. Okay. Ich bin so cool. K-L-U-K. Ach nee, klug war das. Na gut, dann komm her, Kollege, dann... Wollen wir die halt draußen die Backen polieren? Die Arschbacken? Hm? Wo ist er? Na komm! Wo bleibt er denn? Kleine, mal gucken gehen. Wo bleibt der Kerl? Hm? Wo ist er jetzt hin? Welchen Ausgang hat der genommen? Der ist aus dem Fenster getürmt. 2 gegen 1 Unfall hat er gemeint. tja, Pech gehabt. Danke, bitte nimm das mit. Mega Phönix erhalten. Yay, sehr cool. Auch wieder ein gutes Item.
Ja, das Final-Elixier, das ist halt ein Elixier auf alle Partiemitglieder. Also wenn man nicht tot ist, heilt einen das komplett hoch, befreit einen von allen Statusveränderungen und so weiter. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle schon mal Schluss, Leute. Es gibt noch zu sagen, dass ab jetzt da an der alten Anglerstelle vom alten Angler ein Erzengel-Drawpunkt ist. Den werde ich noch unterwegs aufsammeln, wenn ich jetzt zurück zum Garten gehe, und dann sehen wir uns nächstes Mal vorm Garten wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.